bei dem freundlichen Mitbürger für das Buchen für Deutschland. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich kündige Ihnen jetzt unsere Mitbürger Udo Pasteur aus dem wunderschönen Landkreis Ludwigslust-Parchim und unseren Fraktionsvorsitzenden hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pasteur, an. Ja, also italienische Lederschuhe trage ich nicht, aber Sie tragen, habe ich gesehen, eine Billigausgabe China-Import. Und das ist es, was den deutschen Arbeitern natürlich nicht nur den Arbeitsplatz nimmt, sondern auch für schlechte Löhne sorgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Landsleute, die NPD auf Tour. Die Politbonzen der etablierten Parteien sollen sich irgendwo in der Mittelmeerregion und der nationale Widerstand bleibt im Land, nährt sich redlich und kämpft für deutsche Interessen. Dass wir in einer Scheindemokratie leben, dass die Massen verarscht werden, dass sie unterhalten werden mit Brot und Spiele und dass eben keine Zivilcourage dazu gehört, sich dort bei diesen etwas streng riechenden Gruppierungen aufzuhalten, sondern dass es viel mehr Zivilcourage bedeutet, sich hier als Deutscher zu bekennen, auch wenn es Nachteile bringt. Und darauf bin ich auch als stellvertretender Parteivorsitzender der Nationaldemokratischen Partei Deutschland sehr, sehr stolz auf meine Mitkämpferinnen und Mitkämpfer in diesem politischen Kampfbund. Ja, die Asylantenheime füllen sich, auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Hier im Hintergrund haben wir gerade Blocks, die sind 75% ausgelastet mit Menschen aus der ganzen Welt, meist Leute, wo man gar nicht weiß, wo sie herkommen. Viele geben gar nicht an, wo sie herkommen. Sie versuchen sich hier Bleiberecht zu erschleichen, wie wir ja auch gerichtlich, notorisch feststellen immer wieder in Deutschland. Und die NPD, wir sind einer der wenigen, die hier nicht nur reden, sondern aktiv die Leute aufmerksam machen, was für eine Verslammung, was für ein Problem in diesen kleinen Städten dadurch entsteht, dass immer mehr, ja, man muss sagen, ganze große Gruppen hineingeschleust werden in unser Vaterland, die dann Wohnraum beanspruchen, verpflegt werden wollen, Sozialkosten verursachen, medizinische Versorgung brauchen und das aus der ganzen Welt immer mehr, immer mehr. Und deswegen heißt es jetzt, uns zu unterstützen. Unterstützen Sie die Kampagne der NPD. Wehren Sie sich gegen die Überfremdung. Wehren Sie sich gegen die Islamisierung in der Form, wie wir das tun. Zunächst einmal friedliche Proteste, Flugblattaktionen. Und dann schauen wir, wie die Entwicklung in Deutschland und in ganz Europa übrigens, es sind nicht nur die Deutschen, die darunter leiden, sondern alle europäischen Staaten, wie es dann politisch auf diesem Feld weitergeht. Vielen Dank. Der Weststadt hier in Parchim. Diese Stadt, Zeichen des Aufschwungs und des Aufbaus, ist nun ein Zeichen der Überfremdung, einer Flut, einer Asylflut vieler Menschen aus aller Herren Länder. Und die meisten Menschen kommen nicht hierher, weil sie politisch verfolgt werden. Nein, rein aus wirtschaftlichen Gründen. Auch hier in unmittelbarer Nähe ist eins der beiden kreiseigenen Asylantenheime des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Wir wollen eine Veränderung hier in diesem Stadtteil, in unserer Stadt Parchim, in unserer Kreisstadt. Und dafür treten wir ein. Sowohl in den Stadtvertretungen, in den Kreistagen und im Landtag. Wir werden uns nicht das Wort verbieten lassen. Wir werden diese Probleme ansprechen und wir werden immer wieder mit dem Finger in diesen Wunden rühren. Wir fordern das Lebensrecht
unseres deutschen Volkes hier auf deutschem Territorium. Wir fallen nicht zu Hunderttausenden und Millionen in die Türkei oder nach Syrien ein. Nein, wir wollen bleiben, was wir sind. Deutsche. Und wir wollen behalten, was uns gehört. Deutschland. Dass die Deutschen doch verrecken sollen. Das schreiben sie an den Wänden. Wenn ihr euch selbst abschaffen wollt, dann ist das mit euren linken Banden in Berlin kein Verlust für das deutsche Volk, sondern eine massive Entlastung des deutschen Sozialstaates. Und dann kann das Geld, was man diesen Kaugenichtsen jedes Jahr in den Rachen wirft, damit sie sich betäubt halten können durch Alkohol, nämlich vernünftigen Frauen, deutschen Frauen mit Kindern zukommen lassen. Satz in diesem Land liegen. Wir beharren auf unser Recht der Volkssouveränität und das bedeutet, dass wir Deutsche in Deutschland darüber selbst bestimmen wollen, ob, wie, wann und wie viele wir hier in unser Land hineinlassen.